Weitergehen, das mit einer Schwindelei. Jetzt muss der Lehrerin doch aufhören, dass immer nur ich unterschreibe. Der doch nicht. Und ich verspreche auch, es ist das Letzte. Ach komm, das sagst du jetzt mal. Dann bringst du wieder einen Fünfer rein. Also wirklich bei aller Liebe, jetzt geh zu deinem Vater. Geh zu welchem denn? Der Hans, der schimpft nur und der Martin denkt, ich bin eine dumme Kuh. Also erstens sind Kühe nicht dumm und zweitens, wenn du sitzen bleibst, heißt es, ich bin schuld. Also bitte, ja, in den Stall. Biologietest? Sind eine 5. Wie kommt das zustande? Ja, ich habe nur das Falsche gelernt. Martin, schnell, Notfall. Ja, ich komme. Beeilig. Das Falsche gelernt. Was ist sowas? Kuss. Eines sage ich dir, Freunde. Wir sprechen uns durch. Hans! Was ist denn los? Ein Unfall. Oben auf der Zufahrt zum Kaiser, mehr weiß ich auch noch nicht. Wie könntest du fahren? Lass sie mir unterwegs so umziehen. Sag mal, wie ist denn die Lilly eigentlich in der Schule? Wie kommst du denn jetzt darauf? Ist sie gut oder ist sie schlecht? Was soll ich sagen? In der Schule hat sich halt meistens die Sonja gekümmert. Und die Mama. Verstehe, du hast mal wieder keine Ahnung, ne? Doch, natürlich. Ungefähr. In den meisten Fächern stand sie immer so 2 und 3. Singen und Kunst, glaube ich, 1. Nur Naturwissenschaften, da hapert es ein bisschen. Gut, aber das ist bei den meisten Mädels ja so. Ah ja? Jetzt hören wir mal auf, Martin. Die Lilly ist auch deine Tochter. Ach, auf einmal. Schaust du bitte mal auf die Straße? Was du mit dir lernen willst, bitte, es hindert dich keiner dran. Und dass sie auf einmal einen Fünfer nach Hause bringt, interessiert dich überhaupt nicht. In einer Klassenarbeit. Das ist ein Fünfer. Ein Fünfer. Ja, mein Gott. Das passiert jedem mal, oder? Die Lilly ist halt keine Streberin. Das schafft sie schon wieder. Du musst ja wissen, wie das ist. Ja, ich muss es wissen. Ich meine, die Lilly ist ja nicht dumm. Es muss doch einen Grund geben. Du da vorne, hinter der Kurve, da kommt's gleich. Ausgerutscht mit seinem Motorrad und über die Leitplanke geflogen. Rettungswagen unterwegs? Ja, ja, natürlich. Grüß Gott. Tag. Ist ansprechbar? Ja, ja. Guten Tag, mein Name ist Gruber, ich bin Arzt. Wenn Sie mich hören. Wie heißen Sie? Jandl Simon. Mein Koffer, bitte. Was ist denn passiert? Ich bin mit dem Motorrad gestürzt. Ich habe in der Dunkelheit die Kurve nicht gesehen. So scheine schon die ganze Nacht hier. Was für ein Datum ist denn heute? Der 23. Okay. Spüren Sie das? Aha. Die Schmerzen? Meine Hände, ich habe kein Gefühl in den Fingern. Vorsicht, nicht bewegen. Haben Sie öfter so blaue Hände? Nur wenn mir kalt ist. Also ich glaube, Sie sind erstmal soweit transportfähig. Wir bringen Sie jetzt zu mir in die Praxis. Holst du mal die Rettungstrage? Nein, nein, das geht schon. Das geht. Wäre schwindelig. Ist mein Motorrad in Ordnung? Na ja. Was wird da schon kaputt sein?
Wie sieht's denn hier aus? Ach, Sie sind's. Na, kein Wunder. Da, sehen Sie sich das an. Es tut mir sehr leid, aber wenn es um ein Menschenleben geht... Menschenleben? Wer? Ach, den kennen Sie doch sowieso nicht. Also jetzt reicht's mir aber langsam. Was haben Sie eigentlich gegen mich? Das Gleiche könnte ich Sie fragen. Gut. Ja, dann nehmen Sie Platz. Tja, Ihre Blutgase und Laktatwerte sind normal. Mir geht's doch schon viel besser. Ja, das kann sein. Aber Sie hatten vorher eindeutige Symptome einer Hypothermie. Das war wahrscheinlich nur der Schock. Immerhin habe ich die ganze Nacht da oben in der Kälte gelegen. Herr Jandl, Sie haben nicht einfach nur in der Kälte gelegen. Sie waren stundenlang ohnmächtig. Und ich würde gerne herausfinden, woran das lag. Ich werde es jetzt überweisen. Nach Hall in die Klinik. Jandl Simon war das, ne? Mhm. Die sollen Sie mal ordentlich durchchecken. Entschuldigung, aber das geht nicht. Wieso nicht? Erstens kann ich mir das nicht leisten und zweitens müsste ich längst in der Schule sein. Bist du ein Lehrer? Nein, ich hab's mal zum Hausmeister gebracht. Gut, Herr Jandl, ich schreibe Ihnen jetzt einen Attest für die Schule. Bitte nicht. Sehen Sie, ich bin noch in der Probezeit und ich möchte auf keinen Fall riskieren, meinen Job zu verlieren. Na ja, wenn Sie krank sind, können Sie Ihren Job auch nicht machen. Verstehen Sie doch. Für mich ist das die letzte Chance, noch irgendwas aus meinem Leben zu machen. Und da kann ich eine Krankheit gerade nicht gebrauchen. Herr Doktor, ich bin okay, ehrlich. Gut, ich lasse Sie gehen auf Ihre eigene Verantwortung. Ich kann Sie nicht zwingen. Ja? Wir müssen noch Ihre Daten und Adresse aufnehmen. Ich hoffe, es spricht nichts dagegen. Nein, nein. Kommen Sie. Schon wieder? Ja. Sag mal, sagt dir der Name Simon Jandl was? Simon Jandl. Ja, ja, tragischer Fall. Als seine Eltern damals mit dem Auto tödlich verunglückt sind, da war er gerade mal 7, der arme Junge. Weiß noch mehr? Seine Großmutter hat ihn aufgenommen. Aber die war damals ziemlich überfordert, war auch schon so an die 60. Heute ist sie längst unter der Erde. Weißt du, ob er irgendwelche chronischen Erkrankungen hatte oder ich weiß nicht, Migräne oder sowas? Das Übliche. Windpocken, Mumps, paar harmlose Frakturen. Aber warum ist er wieder im Dorf? Ja, ja. Er wohnt zur Untermiete bei der Frau Wörndl. Ah, bei der Elfriede. Hallo, junge Frau. Kannst du mir sagen, wo ich den Hausmeister finde? Der Herr Jandl. Den Simon Jandl. Ich weiß nicht. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ich suche nur den Hausmeister, den Herr Jandl. Kann ich Ihnen sagen, wo der ist? Der ist da drüben im Krankenhaus. Komm, Lilly. Danke. Schönen Tag. Tschüss, Lilly. Papa, ich soll davon der Frau Seifert ausrichten, dass sie dich in der Elternsprechstunde sehen will. Wegen deinem Fünfer in Bio, oder was? Hat Martin dir das erzählt? Ja, klar. Aber deswegen braucht sie nicht so ein Drama machen. Komm. Ja, ich kann auch einfach sagen, dass du nicht kommen kannst. Weil wir ein Kalb kriegen. Na. Aber mach dir mal keine Sorgen, Lilly. Ich werde mit der Dame mal reden, und zwar gründlich. So schön anschnallen. Thank you.
hat wohl wieder mal der erste Kongress. Immer die Schwamme, bitte schön. Oh, bitte bleib doch sitzen. Ach, Susanne, ich wollte mich immer entschuldigen, weil ich dich gestern versetzt habe. Na, bricht immer keiner. Guten Appetit, Roman. Ich kann dich beruhigen, ich war gar nicht da. Wie? Ach, Martin, das ist doch komplett sinnlos mit uns beiden, oder? Schlaues Mädel, da musst du dir schon was Besseres einfallen lassen, Martin. Hm? Guten Appetit, Roman. Susanne, wir können doch jetzt. Jetzt? Ja. Zur Mittagszeit. Hier ist doch gleich die Hölle los. Ja, ich habe danach noch eine Sprechstunde und vielleicht könnten wir danach. Hm? Ich habe ein volles Haus und ich muss auch noch zum Markt. Das habe ich heute früh nicht geschafft. Vielleicht am Montag? Vielleicht sollten wir montags auch die Praxis dicht machen. Damit das mal was wird mit euch beiden. Zum Beispiel. Guten Appetit, Roman. Also gut, ruf mich an. Aber erst, wenn du wirklich leibhaftig vor der Tür stehst, okay? Nochmal. Warum interessiert dich der Simon hier? Erzähl ich dir ein andermal. Sag mal, weißt du, auf welchem Markt sie fährt? Fährt sie nach Hall? Ja, warum? Halt du hier die Stellung, Roman. Und ruf mich an, sobald sie das Gebäude verlässt, okay? Ach so. Na ja. Herr Doktor, das ist so schön, dass Sie mich besuchen. Aber wissen Sie, bei so einer alten Schachtel wie bei mir, da knackt es halt immer mal wieder im Gebälk. Darf ich Ihnen was anbieten? Ein Obstler vielleicht? Frau Wandel, denken Sie nicht, dass es ein bisschen früh ist für so Hochprozentiges? Das ist doch reinste Medizin, Herr Doktor. Aber in Ihrem Fall wäre ein Glas Milch für die Knochendichte besser. Das eine schließt doch das andere nicht aus. Sie kommen ganz gut alleine zurecht hier, nicht? Ach, Sie meinen, weil alles so schön ordentlich ist bei mir? Nein, nein, das macht alles mein neuer Untermieter, der Simon Jandl. Ach. Sie, das ist ein netter Mensch. Die Frau Dreiseitel, die hat man empfohlen. Ach, die Susanne? Ja, sie ist doch verwandt mit ihm. Ciao, Roman. Ciao, Susanne. Entschuldigen. Roman, die Dame deines Herzens steigt gerade ins Auto. Okay, danke. Aus dem Pilz gut bei mir. Deswegen, unter einer Flasche Rotwein läuft da gar nichts. Und das Essen geht auf deine Rechnung. Okay, dann musst du aber die nächsten zwei Stunden für mich in der Praxis übernehmen. Abgemacht. Was tut man nicht alles für die Liebe? Wem sagst du das? Fehlanzeige. Wir haben keinen Simon Jandl, der Typ hat uns verarscht. Jetzt warten wir hier. Vielleicht wird er noch eingeliefert. Ja, das ist doch bescheuert. Hast du eine bessere Idee? Ja, klar. Komm mit. Ach, verflixt. Diese scheiß Steuer, du echt. Hans, wie hältst du für den Kind? Ja, entschuldige. Kann ich Ihnen mal was fragen? Ja, klar. Berechne ich 5 Sechstel minus 4 24stel. 5 Sechstel minus 4 das musst du. Darf ich mal sehen? Wo steht's? Da, 5 Sechstel minus 4 24stel. Okay, hast du Sechstel 24stel. 24 durch 6. Wie war das jetzt gleich? Du musst es alles auf den kleinsten gemeinsamen Nenner bringen. Also, das ist in deinem Fall die 24. Ja? Die 6 geht in die 24 viermal. Also 4 mal 5 ist 20, sind 20 24stel minus genau. 4 24stel ist 16 24stel. 16 24, sehr gut. Genau, das kann man auch noch kürzen, sagen wir bei 2 Drittel. Immer Papa fragen, gell? Danke, Oma. Dann Mama, wenn ich die Bohnen schneide, machst du dann die Vorsteuer? Gott sei Dank, verstanden. Aber jetzt muss ich aber zuerst mal versuchen, den Martin zu erreichen. So,
ruhig mal mitkommen in die Elternsprechstunde. Elternsprechstunde? Ja. Papa, da gehst du doch nicht hin, oder? Schon gar nicht mit dem Martin. Das macht dir mal keine Sorgen, Lilly. Wegen so einem Fünfer, da lassen wir uns doch nicht unterkriegen, ha? Hans, was gibt's? Ich bin in Hall. Elternsprechstunde. Na sag ich, da haben wir den Salat. Ja, ich werde dort sein. Wann denn? Ja, warte, keine Sorgen. Ich bin da. Tschüss. Darf ich Ihnen behilflich sein? Du? Ja. Was bist du denn hier? Tja. Ich dachte, bis Montag ist ein bisschen lang. Hast du alles oder brauchst du noch was? Mal Kaffee trinken gehen? Jetzt hier? Ich. Okay. Vielen Dank. Wie meinst du das? Wie meinst du das? Schau mal, Susanne, wir sind doch beide keine Teenager mehr. Wir können nicht so tun, als ob es außer uns beiden niemanden mehr gibt. Du meinst meinen Mann? Ja, klar, mein der Mann. Was ist denn, der plötzlich dasteht? Der kommt frühestens Weihnachten nach Hause. Und dann? Ich habe ihm einen Brief geschrieben, dass ich so nicht mehr weiterleben kann und die Scheidung will. Aber nicht wegen dir. Da warst du noch in den USA. Aber jetzt bin ich hier. Ja. Genau das ist ja mein Problem. Naja. Mhm. Geh schon ran. Ja, ich bin in Hall. Mhm. Gut, bin unterwegs. Ich muss los. Was ist passiert? Simon, wir haben uns in der Schule zusammengebrochen. Der Simon? Tja. Naja, da hat er einen Unfall mit seinem Motorrad. Was? Er hat keine nennenswerten Verletzungen, aber irgendwas stimmt nicht mit ihm. Ich würde ihn gerne in der Klinik einfach durchchecken lassen. Aber kennst du ihn näher? Ja, ich bin verwandt mit ihm. Er ist mein Cousin dritten Grades. Okay. Weißt du von irgendwelchen Krankheiten? Nein, er war ja auch jahrelang von der Bildfläche verschwunden, bis er sich so vor ungefähr 3 Wochen plötzlich gemeldet hat. Völlig am Ende. Ich habe ihm eins unserer Personalzimmer gegeben und ihm den Job in der Schule vermittelt. Aber jetzt, wo er bei der Frau Wörndorf wohnt, habe ich auch nichts mehr gehört von ihm. Ich wollte Herrn Jandl hier noch unten in der Turnhalle die Heizung zu überprüfen. Und da lag er auf dem Boden. Ich verstehe, warum haben Sie nicht den Notarzt angerufen? Weil er nicht wollte. Aber er hat Ihre Visitenkarte gehabt und gesagt, Sie seien sein Arzt. Ach. Ja, und da habe ich eben in Ihrer Praxis angerufen, aber Sie waren ja nicht da. Nur dieser andere Doktor. Was ist denn passiert? Ach du meine Güte. Ich habe die Cola da getrunken und dann habe ich die Bauchschmerzen bekommen. Dann bin ich ohnmächtig geworden. Okay, ich würde jetzt mal sagen, Sie haben massive Durchblutungsstörungen. Können Sie den Rettungswagen rufen und eine Schale mit warmem Wasser bringen? Ja, ich komme dann. Sie? Okay. Tja, Sie haben ein ernsthaftes Problem, Herr Jan. Sie sind extrem kälteempfindlich. Das erklärt auch, warum Sie heute Morgen so rasch wieder auf den Beinen waren. Was habe ich dann? Wirklich eine Form von Hypothermie. Das ist, soll ich das erklären? Er hat Kältekrankheit, die führt zu Blutgerinnungen in weiterer Folge zu Infarkt im ganzen Körper. Sie sollten dringend jegliche Kälte vermeiden. Am besten bringe ich Sie gleich ins Krankenhaus. Nein, bitte. Ich will nicht in die Klinik. Okay. Das ist der einzige Ort, an dem ich Sie richtig untersuchen kann. Wenn wir die Ursache nicht finden, dann kann Sie der nächste Kälteschock umbringen, Herr Jandl. Ich sag's ungern, aber heute Morgen hätten Sie auf mich hören sollen. Ich nehme jetzt erstmal was gegen die Schmerzen, ja?
Bluturin, Stuhlspute, Masilio-Programm und Thoraxröntgen, ja? Aha, und wo schicke ich bitte schön die Rechnung hin? Alexander. So wie ich deine Patienten kenne, ist er wieder total unterversichert. Alexander, da mach ich's ihm selber. Ja, so weit kommt's noch. Bist du sicher, dass er es war? Ja, so blind, natürlich ist er das. Hätte mich auch sehr gewundert, wenn er den Unfall ohne jeden Kratzer überstanden hätte. Da lag er da unten wie tot. Ja, Gott, Mann, dann schick die Rechnung mir, aber tu endlich was! Ach, hör drauf. Hans, was gibt's? Ja, das frage ich dich. Ich stehe wie Depp hier in der Schule und warte auf dich. Jetzt große Reden schwingen und dann kneifen, oder was? Mist, die Elternsprechstunde. Ja, die Elternsprechstunde. Ja, ich stehe hier in der Notaufnahme. In 10 Minuten bin ich da. In 10 Minuten? Dann sind wir 20 Minuten zu spät. Wie schaut denn das aus? Na Gott, ja, dann sind wir halt. Mein Gott. Ihre Frau? Ja, mein Mann drückt sich auch immer vor der Sprechstunde. Tja, so ist das, gell? Wo bleibst du denn, sag mal? Was denn? Machen Sie sich keine Sorgen. Mit vereinten Kräften kriegen wir das schon hin. Das ist alles gut? Ja. Bitte die Eltern von einem Schüler jeweils nur einzeln und nacheinander. Ja, wir sind quasi beides die Väter von ein und derselben Schülerin. Ach, ich verstehe. Von der Lilli Gruber. Wir kümmern uns gemeinsam um sie. Ach so. Kommen Sie doch bitte rein. Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass die Leistungen Ihrer Tochter im letzten Halbjahr stark nachgelassen haben. Mit anderen Worten, sie ist akut versetzungsgefährdet. Das alles nur wegen einer 5 in Biologie? Auch in Chemie und in 5 anderen Fächern. Das macht insgesamt 7 Fünfer. Das gibt's doch gar nicht. Das müssen wir doch wissen. Die Arbeiten wurden alle von einer Erziehungsberechtigten unterschrieben. Elisabeth Gruber. Wie dem auch sei, ich habe großes Verständnis für Ihre häusliche Situation seit dem Tod Ihrer Frau. Na, unsere Tochter hat alles, was sie braucht. Die wird sich schon wieder fangen. Herr Gruber, was Ihre Tochter jetzt braucht, ist jemand, der sie motiviert und mit ihr den gesamten Unterrichtsstoff wiederholt. Ja, das sehen wir natürlich genauso. Ne? Ja, es ist natürlich so, wir beide waren in den letzten Wochen und in letzter Zeit einfach beruflich sehr eingespannt und tja, wir werden jetzt nach Hause gehen und mit der Lilli sprechen und schauen, wo wir in Zukunft anpacken können, damit es besser wird. Wunderbar. Mit so viel Verständnis habe ich gar nicht gerechnet. Wenn das mit allen Eltern so leicht wäre. Ich hole mir mal einen Kaffee. Ich sage Bescheid, sobald der Röntgenbefund da ist. Wie ist dein Kaffee? Hallo. Danke. Das trifft sich doch gut. Dich wollten wir gerade abholen. Ein Ton und du landest unten im Leichenkeller. Du kannst es dir natürlich auch leicht machen. Und uns einfach sagen, wo du die Kohle hast. Wie oft soll ich euch noch sagen, in dem Safe waren nur 60.000? In der Zeitung stand was ganz anderes. Es fehlen 80.000. Der Typ hat seine Versicherung beschissen. Du ziehst sie jetzt mal an, ne? Ich bin der Kaiser von China. Hat dir der Unfall mit dem Motorrad noch nicht gereicht? Ach, Frau Seifert, da fällt mir noch ein. Herr Jandl, Ihr Hausmeister, wird vermutlich in den nächsten Tagen krankheitsbedingt nicht in der Arbeit erscheinen können. Woher wissen Sie das? Ich bin Arzt und er ist bei mir in Behandlung. Wissen Sie auch, was ihm fehlt? Leider noch nicht, aber was ich so rausgehört habe, liegt ihm sehr viel an dieser Anstellung und ich hoffe diesbezüglich auf Ihr Verständnis. Ich habe ihn eigentlich nur eingestellt, weil Frau Dreiseitel sich so für ihn eingesetzt hat. Ich hoffe nur, dass ich keine Schwierigkeiten mit dem Schulamt bekomme. Warum sollten Sie? Naja, es gibt da ein paar dunkle Stellen in seinem Lebenslauf. Ah ja? Ich möchte darüber nichts weiter sagen. Ich möchte nicht, dass sich das herumspricht. Hans, du, ich verstehe nicht, wie du das so locker wegsteckst. Was ist denn, wenn der was mit Drogen am Hut hat? Ich stecke überhaupt nichts locker weg. Du hast den Typ doch gesehen. Glaubst du, dass der hier in Hall an dieser Schule Drogen verdielt? Ja, vielleicht nicht. Aber vielleicht seine sauberen Freunde, die heute Mittag hier waren und die Lilli nach ihm gefragt haben. Hans, warum soll der Typ keine Freunde haben? Wie findest du denn überhaupt, dass die Lilli unsere Tochter vor uns ihre schlechten Noten verheimlicht? Also ich finde das ganz schön clever. Ich finde das überhaupt nicht lustig. Hans, die Lilli ist 11. Na und?
Ach, meine Liebe, wirklich. Was? Ich komme morgen eh nicht in die Schule. Komm her. Jetzt pass mal auf. Wir haben Mist gebaut, wir beide. Ja? Ich hätte es nie tun dürfen. Lügen haben kurze Beine, heißt es so schön. Da müssen wir durch. Beide. Hm? Ach du Schande. Sie kommen. Oh. Sag ihnen, ich schlaf schon, okay? Lilly ist schon wieder gelogen. Ja, dann sag halt, ich bin schon im Bett, das stimmt doch. Gut. Moment. Dann bin ich auch schon im Bett. Was ist denn los? Was schaust du denn so? Na, jetzt red halt. Ich dachte, du vertraust mir. Wie meinst du das? Wie ich das meine. Was ist mit Simon Jandls dunkler Vergangenheit? Wie soll ich dem Simon helfen, wenn du mir die ganzen Geschichten nicht erzählst? Ja, mein Gott, ich wollte nicht, dass er ins Gerede kommt. Ausgerechnet hier. Ins Gerede kommen? Was hat er denn getrieben in München die ganze Zeit? Drogen? Nein. Er hat als Gärtner gearbeitet und nebenher geschrieben. Gärtner und Schriftsteller. Klar. Ja, ich hab doch gesagt, der Junge ist sehr begabt. Ich hab oben sein Manuskript liegen, du kannst es gern lesen. Ja? Seit wann wird man fürs Romanschreiben denn vorbestraft? Also, ich höre. Hm? Einbruchdiebstahl. Er ist mit zwei anderen in einer der Villen eingestiegen, wo er gearbeitet hat. Aber sie haben nur ihn erwischt und er hat 3 Jahre gekriegt. Und das letzte haben sie ihm auf Bewährung erlassen, wegen guter Führung. Ach, besonders stolz drauf. Was hat er denn gestohlen? 60.000 Euro. Aber der Hausbesitzer hat behauptet, es wären 80.000 gewesen. Deswegen hat er eine höhere Strafe gekriegt, weil er angeblich nicht die Wahrheit gesagt hat. Klar, und du glaubst das? Ja, das glaube ich. Naja. In welchem Gefängnis war er denn? Ich glaube, in der JVA München. Vielleicht hat er sich dort mit irgendwas angesteckt. Gruber hier. Martin, sag mal, was schickst du mir eigentlich immer für seltsame Fälle vorbei? Ist das Absicht? Ja, jetzt bleib mal auf dem Teppich, Alexander. Habt ihr den Thorax-Röntgenbefund? Na klar, positiv. Ein bisschen verschattet, eher untypisch. Ein kleiner Infekt, nichts Gravierendes. Die Gerinnung weist aber auf ein paar Kälteagglutinine hin. Aber das hattest du ja bereits vermutet. Okay, dann lass bitte noch die Mikrobiologie auf die üblichen Verdächtigen machen. Legionellen, Treponemen, Pneumokokken. Man weiß ja Bescheid. Und ein Virenscreen brauchen wir auch noch, okay? Das würde ich ja gerne tun. Nur dein Patient scheint genauso stur zu sein wie du. Wieso? Na, weil er wahrscheinlich schon längst in Elmau rumläuft. Ihr habt den nicht stationiert da behalten? Na sicher haben wir das, aber er war weg. Mir nichts, dir nichts verschwunden. Alexander, komm, gib's zu. Du hast ihn nach Hause geschickt, weil er nicht versichert ist. Das will ich überhört haben. Du kannst mir von deinem Herrn Jandl ein paar Körperflüssigkeiten vorbeischicken, ja? Die lasse ich dann prüfen, aber bis dahin habe ich Feierabend. Servus. Danke, Alexander. Komm, jetzt sei halt nicht sauer, hm? Ich muss los. Schon? Ja. Dein Gärtner und Schriftsteller ist aus dem Krankenhaus abgehauen. Geld. Die haben gesagt, dass der Herr Jandl
Ihnen noch was schuldig ist. Wo ist der Herr Jandl? Das weiß ich nicht. Ich glaube, dass er droben ist. Ich weiß nicht. Hier, sagen Sie der Polizei, wo sie hinkommen soll. Ja. Hallo? Ja, hier ein Aufruf. Komm, es bitte ganz schnell da her. Herr Jandl! Herr Jandl! Herr Jandl! Herr Jandl! Herr Jandl, können Sie mich hören? Herr Jandl! Ja, um Gottes Willen. Frau Jandl, in meinem Auto ist auf dem Rücksitz meine Notarzttasche. Holen Sie sich rauf und rufen den Notarzt. Jetzt! Ja! Mein Name ist Dr. Gruber. Wir haben telefoniert. Ja und? Wir haben Ihnen, wie ich meine, deutlich zu verstehen gegeben, dass hier keine solchen existieren. Ja, haben Sie. Bitte sehr. Vielen Dank. Ich möchte es einfach gern selber nochmal überprüfen. Und wenn Sie mich in die Zelle Ihres ehemaligen Insassen Simon Jandl führen könnten, dann wäre ich Ihnen sehr verbunden. Ich bin dazu nicht verpflichtet. Ich verstehe. Sehen Sie, es geht um das Leben meines Patienten. Und wenn ich die mögliche Ursache seiner Krankheit herausfinde, dann kann ich ihn nicht behandeln. Und wenn Sie nicht kooperieren, also ich meine, ich würde Sie einfach ungern für die Folgen verantwortlich machen müssen. Sie verstehen? Na gut, aber kann ich Ihren Ausweis sehen? Ich meine, da könnte ja jeder kommen. Ja, klar, selbstverständlich. Bitte. Bitte sehr. Sehr freundlich. Die Zelle ist ja gar nicht belegt. Der Koslowski liegt auf der Krankenstation. Ah ja? Na und? Das muss doch nichts heißen. Nein, muss nichts heißen. Lag der Herr Jandl oben oder unten? Der lag oben. Der lag oben. Hört. Und was soll das bringen? Wir bekommen hier eine Art Fingerabdruck des mikroskopischen Lebens hier drin. Glauben Sie mir, hier ist niemand freiwillig, nicht mal Bakterien. Schön wär's, Herr Erd. Schön wär's. Meinen Sie, hier ist was Ansteckendes in der Zelle? Ich weiß es noch nicht, aber in ein paar Stunden bin ich schlauer. Ich will mir noch die sanitären Anlagen ansehen. Machen Sie das, Albert. Ich habe zu tun. Oder brauchen Sie mich noch? Nein, vielen Dank. Na schön, guten Tag. Alles Gute. Herr Seibold, ich würde mir gerne noch den Koslowski auf der Krankenstation anschauen. Ich meine, Ihr Chef muss nichts davon wissen, nicht? Passt schon. Wenn er so weitermacht, kommt der bald selber ins Krankenhaus. Hast du mir schon einen Kaffee? Mhm. Es war 3 Uhr, als der heute Nacht heimgekommen ist. Mama, der ist halt verliebt. Was? Na klar, warum sonst hängt er die ganze Zeit im Wilden Kaiser rum? Du meinst in die Susanne?
Ja, aber die ist doch verheiratet. Aber seit Jahren bloß nur auf dem Papier. Außerdem, der Mann, der so eine Frau allein lässt die ganze Zeit, dem geschieht's recht. Morgen. Aha, da kommt sie ja, unsere Weltmeisterin im Schwindeln. Ich glaube, wir müssen mal ein ernstes Wörtchen miteinander reden, junge Frau. Und wir auch, Mama. Sag mal, wie kommst du eigentlich dazu, Lillis Klassenarbeiten zu unterschreiben? Gibt's so frische Eier? Ich hätte Lust auf eins. Ja, Spiegel oder Rühr? Spiegel. Nimm mal das an, Mama. Liebe Lilly, ich verspreche dir, es wird alles anders. Hans und ich sind immer für dich da. Wir helfen dir mit der Schule und auch mit allen anderen Sorgen. Wir können dir die Mama nicht ersetzen, aber wir bemühen uns. Wir schaffen es gemeinsam. Bussi, dein Martin. Ja, genau. Willst du auch ein Ei? Na, Rührei. Und du, Spiegel? Ich halte das nicht aus. Ja. Das haben Sie sich selber zuzuschreiben. Wären Sie meinen Anforderungen gefolgt und nicht weggelaufen, dann... Tag, Herr Jandl. Wie geht's Ihnen? Na, denkbar schlecht. Diese Gefäßspasmen in den Extremitäten, das muss völlig wehtun. Was mir eher Kopf zu brechen macht, sind diese Bauchschmerzen. Darf ich? Oh. Halten Sie durch, es wird mal besser. Wegen einem Loser wie mir müssen Sie sich keinen abbrechen. Für mich sind Sie kein Loser. Für mich sind Sie einfach nur ein Patient. Und täuschen Sie Ihre Cousine nicht. Und wie? Diese Typen werde ich doch nicht los. Abwarten. Eins nach dem anderen. Jetzt werden Sie erstmal gesund. Martin? Ich muss dich auch sprechen. Falls was wäre. Die Schwester ist hier. Martin, du kannst doch mit deiner Gefängnisanalyse nicht das ganze Labor durcheinander bringen. Kannst du einfach mal die Luft anhalten, Alexander? Bei meinem Patienten besteht dringender Verdacht auf Darminfarkt. Höchstwahrscheinlich hervorgerufen durch Blutgerinnungsstörungen. Außerdem lag der Typ eine halbe Nacht in der kalten Wanne. Trotz der Kälteunverträglichkeit? Ja. Das Labor hat in meinen Proben einen Lungenkeim Hämophilus gefunden. Das vermutlich der Auslöser ist für die Kältekrankheit. Das habe ich doch gleich vermutet bei dem Schatten auf dem Thorax. Was schlägst du vor? Ich habe ihm Antibiotika gegeben gegen den Lungenkeim, damit wir die Kältekrankheit endlich loswerden. Weiters etwas, um die bestehende Blutgerinnung zu hemmen und weitere Blutgerinnungsstörungen zu vermeiden. Klar? Dann würde ich vorschlagen, wir machen eine Angiografie, um festzustellen, ob die Gefäße verstopft sind. Alexander, wir haben keine Zeit mehr für eine gemütliche Diagnostik. Verdammt normal. Weiche Bauchdecke, starke abdominale Schmerzen. Verdacht auf Darminfarkt. Denk mal nach. Du willst ja nicht wirklich eine große Bauch-OP machen. Bei den Blutverdünnern, die der Endos hat. Das gibt ja das reinste Blutbad. Weißt du, was passiert, wenn der Dünndarm reißt? Sepsis und Exitus. Denk mal nach. Ja, wie geht's ihm? Er wird gerade operiert. Was heißt denn das? Er wird gerade operiert. Die meinte, er hätte sich eine Infektion zugezogen. Ach, geh doch nicht in der Schule, um Gottes Willen. Nein, nein, nicht in der Schule. Aber setzen wir uns doch erstmal, sowas kann immer dauern. Entferne den Ebolus, das ist Anterium, das ist Enteric. Ich kann gar nichts erkennen vor lauter Blut. So ist es nicht einfach. Das ist ein verzierter Dünndarmabschnitt. Wie viel? Ich vorschlage 50 cm. So viel. Ich möchte den Entzündung der Bauchdeckenhöhle vermeiden. Okay. Der Blutdruck sagt ab. Scheiße. Tupfer. Herzstillstand. Jetzt schmiert er uns ab vor lauter Blutverlust. Ach Quatsch. Tupfer. Schon sieh mal.
Und? Naja, lass es mich mal so formulieren. Dein Schützling hat bisher in seinem Leben ziemlich viel Pech gehabt. Aber heute hat alles geklappt. Dann ist alles gut gegangen. Ja, ja, ja. Wir mussten ihm ein Stück seines Darms entfernen. Er wird aber in Zukunft ein völlig normales Leben führen. Medizinisch gesehen. Für den Rest bist ja du zuständig. Hm? Kann ich ihn sehen? Können wir ihn sehen? Naja, er ist im Aufwachraum. Ich weiß nicht, ob er schon sprechen kann. Bitte. Ganz kurz. Also gut, kommt mit. Diese Mistkerle gefasst. Du brauchst also keine Angst mehr haben. Du bist sie los. Es wird alles wieder gut, Herr Jandl. So, ich glaube, das reicht. Kommt. Herr Doktor. Ja. Vielen Dank für alles. Schon gut. Wir hier? Seit wann holst du die Lilly ab? Ja, was ist dagegen? Grüß dich. Grüß dich, Susanne. Nee, aber wann mache ich heute die Hausaufgaben mit ihr? Du brauchst du selber Nachhilfe. Das kann man ja nicht mit anhören. Jungs, was haltet ihr denn davon, wenn sie erstmal mit zu mir kommt? Da kriegt sie was Feines zu essen und dann, ach so, von Frau zu Frau, da ist das doch alles viel einfacher als mit euch zwei Kerlen, oder? Was? Wer kommt hier? Jetzt. Ihr wollt mich alle abholen. Ja, ja. Komm, steig ein. Hans, warte mal. Du, bis die das hinkriegen, fährst bei mir mit, gell? Ja, die kommt bei mir mit und dann fahr ich sofort. Wieso bist du? Kannst du doch die Hausaufgaben bei ihr machen? Ich geh's einfach frei, sag ich. Anschnallen. Have a little patience.